So, mit der fröhlichen Musik im Hintergrund heißt es herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fernbus Simulator. Wir machen heute weiter und wir starten heute in Wilhelmshaven und haben eine lange Strecke vor uns. Wir fahren heute nach Arnheim. Eigentlich wollte ich ja Gelsenkirchen mitnehmen, aber das wird zu weit. Das sind 700 Kilometer ungefähr, die wir haben. Wir schließen also heute die Niederlande ab und wir fahren heute nach, halt wie gesagt, tatsächlich die quer durch die Niederlande, Wilhelmshaven, Groningen, Amsterdam, Rotterdam und Arnhem halt. No, ich freue mich. Los geht's mit unserem Fernbus. So, da sind wir wieder am Start. Ich bereite kurz unseren Bus vorerst. Warte mal. Erstmal alles anmachen. Neutral natürlich. Alles soweit. So. WLAN an, Toilette an, Bordmonitore an, links haben wir alles da. Warum kann ich jetzt? Ah. Die Nachtbus 0. Das brauchen wir jetzt sicher noch mal nicht. Jo, dann reisen wir mal, bereiten wir mal unsere Fahrtgäste vor. Nee, musst du eigentlich auch nicht. Das war eigentlich auch nicht geplant in der Summe. So. Gut, dann bereiten wir mal so. So, wir melden unsere Fahrt an. Nach Amsterdam möchtest du. Vielen Dank. Salut. Bitte schön. Wer bist du? Verena Haug. Verena Haug, wenn du. Groningen! Du bist Sophia Wille. Dankeschön. Hallo, ist das Günther? Ja, wir fahren nach Groningen. Du bist die Meilin Fries. Da unten ist sie. Vielen Dank. Oh, so keine Ansicht, warum auch immer. Der jetzt hier mein Ticket. Die Lina Pohlmann, da ist sie doch. Dankeschön. Ich wollte dich nicht befinden. Tja, aha. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Natürlich möchte ich dein Ticket sehen. Lisa Krämer. Mahlzeit. Moin. Mein Ticket. Adam. Timon Metzner. Danke sehr. Grüezi. Hier ist mein Ticket. Du möchtest da Rotterdam. Bist der Diego Bolt. Dankeschön. So, zwei Leute haben wir noch da stehen. Moin, das Ticket, bitte. Wir haben aber noch zwei Dachbezahl vergessen. Wie Nike ist das? Cool. Und du bist der Aras Schröder. Jo. Wunderbar, alle Fahrgäste an Bord. Das heißt, wir können sofort loslegen. Das erste Mal halt ins Ausland. Ich freue mich. So, jetzt kriegen wir natürlich die tolle Ansage zu hören. Hallo, herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser wichtiges Reiseziel ansteuern. So. Dings lösen. Oh, kurz aufs Handy gucken. Ich will nämlich meine Fahrt stoppen. Kann ich das nicht? Hallo? Ab in Wilhelmshaven, 21 Uhr. So, dann auf ein neues. Wir reisen heute aus Wilhelmshaven los. Quer durch die Niederlande. Unser erstes Ziel ist 200 Kilometer weg. Das ist Groningen. Wir haben zwei Pausen, und zwar die eine hinter Groningen und die andere dann später auf der letzten Runde zwischen Rotterdam und Arnhem.
Eigentlich sollte das noch gehen. Kirchen heute noch weitergehen, aber das wäre von der Strecke zweit. Es sind final 700, über 700 Kilometer, die wir heute reisen. Sprich, heute soll, heute, wahrscheinlich heute Morgen, sollen wahrscheinlich Niederlande abgearbeitet werden und in der nächsten Episode dann Belgien. So, eigentlich war ich nicht jetzt beabsichtigt, dass ich jetzt. Das dürfen wir auch. Ja, wir sind mit einem Neoplan Skyliner unterwegs, einem Doppelschockbus, den wir auch schon in der letzten Folge auf der Fahrt von Schwerin hier nach Wilhelmshaven gehabt haben. So, getankt brauchen wir nicht. Haben wir eigentlich mehr oder weniger noch genug drin? Ja, wir sind aber fast voll. Wir werden wahrscheinlich irgendwann noch mal in Holland tanken müssen. Wir haben, glaube ich, in Bremen getankt, auf dem Hinweg. So. Also wir haben jetzt ein kleines Stück vor uns, dann müssen wir natürlich jetzt mal auf die Autobahn und dann müssen wir gucken, wie weit was. Dann schaffen wir es. Ich freue mich schon jetzt, also auf mal durch die Niederlande zu fahren, mal ins Ausland zu fahren. Wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Wir haben keine Begrenzung mehr drin. Das steige ich also nicht mehr im Level auf. Sondern ich möchte mit euch zusammen jetzt nach und nach alle Länder bereisen, alle Haltestellen abklappern. Also sprich heute die Niederlande, morgen wahrscheinlich Belgien. Dann haben wir das auch weg. Dann irgendwann mal die Schweiz und Österreich. Mal gucken. Also wir haben noch ein bisschen was vor. Ne? Wie gesagt, Frankreich. Gut, Frankreich hat nicht so viele Haltestellen. Paris, Rennes, Mantes, Bordeaux, Biarritz. Ach, das geht doch von wegen. Ja, gut, Frankreich wird eine Weile dauern. Schweiz genauso. Bern, Luzern, Basel, Zürich. Also Bern, Luzern, Zürich, Basel. Das machen wir dann, wenn wir im Süden sind irgendwann. Aber jetzt reisen wir einmal erstmal komplett in die Niederlande. Das ist unser Weg heute. Gucken wir mal, wie weit wir es heute hinkriegen in der Folge. Wie weit vor Holingen gehen wir überhaupt über die Grenze? Das dauert, ne? So weit ist es eigentlich gar nicht bis zur Grenze. Ich vermute, dass es hier irgendwo der Grenzübergang sein wird. Hier oder hier? Also, wahrscheinlich wird es über die Grenze gehen. Wir werden es schon mitbekommen. Ich will zumindest jetzt in der ersten Episode, zumindest in der ersten Teil, wir wollen erstmal gerne Richtung schaffe es Richtung Amsterdam heute in einer Folge. Mal hier wahrscheinlich, hier ist Rotterdam und Arnhem wahrscheinlich den Rest in der nächsten Episode nehmen. Ich versuche es, weil das ist ein bisschen Amsterdam eigentlich heute. Das ist so nebenbei, aber es dauert, ne? Gucken wir mal, wie weit wir schaffen. Ich muss mal gucken, wie ich die Folge hochladen kann. Ich das alles so mache. Habt ihr jetzt schon Groningen dran? Müsste also hier raus jetzt.
Nein, es heißt nicht Groningen, es heißt Groningen. Es ist niederländisch. So, 140 Kilometer, wir sind offiziell da um kurz vor 12. Oh, Schweiz bestimmt auch schön zu fahren sein. Also ist mal zwischendurch an, dass ich mal gerade nicht weiß, was ich quatschen soll. So. Aua! Sonntagsfahrer. Nö, es ist Donnerstag. Und jetzt an dem Tag, wo ich aufnehme, ist Montag. So, 112 Kilometer noch bis Groningen. Wir sind schon bald da. So viel ist es nicht mehr. Amsterdam, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf, auf Amsterdam. Ja, ich gehe mal von aus, dass von der Strecke, dass das quasi zwei Folgen werden. Ich weiß es noch nicht. Ihr werdet sehen, wie ich schneide. Ich werde keine Ansage an Moderation machen, sondern ich fahre jetzt erstmal das Ding durch, hier straight. Wir fahren jetzt erstmal das Groningen. Also ich nehme mal Teilstück und dann müssen wir gucken, wie weit war das schneiden, wie weit ich das schneide. Und wenn ich merke, okay, das passt so von der Zeit her, dann kann man das auch ohne Probleme zusammenschnipseln. Kann man es wahrscheinlich sogar. Ja, wir gucken wir mal. Eigentlich sollte halt, wie gesagt, Gelsenkirchen noch mit rein, aber das wäre dann von 1000 Kilometer, das wäre nochmal 300 Kilometer gewesen. Das wäre ein ordentliches Stück gewesen. So, warte mal. Wir müssen also, habe ich gesagt, Pause erst vor Groningen. Hinter Groningen, 1.49 Uhr. Große Pause. Aber ich denke mal, dass wir Pause fahren und dann nochmal fahren. Dann Spaß. Also, wir fahren jetzt erstmal bis Groningen, 90 Kilometer. Ich bin mal gespannt, wie weit jetzt die Grenze ausgebaut ist. Oder ob es da Grenzkontrollen gibt, ne? Wollen die dann irgendwann in die Schweiz rein und alles drum und dran? Das wird dann auch interessant werden. Boah, Alter! Das scheiß Taxi, ey! Da habe ich gerade komplett aus dem Tritt gemacht. Ich war schön drauf auf der Geschwindigkeit. Und dann zieht das Taxi da rein. So, da kannst du mal schön in der Parklücke, in deiner Lücke bleiben. So, 75 Kilometer bis Groningen haben wir noch.
Warum müsst ihr, um den Spurwechsel zu machen, eigentlich immer eine Vollbremsung ziehen? Ist das schon die Grenze? Ich glaube ja, ne? Das dürfte schon Grenzgebiet sein hier. Wir dürften jetzt in die Niederlande sein. Weil wir haben noch 64 Kilometer bis Groningen. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade gut. Weil die Grenzen eh alle offen sind, aber ich glaube, das dürfte jetzt gerade der Grenzgebiet, das Grenzgebiet Richtung Holland gewesen oder Niederlande, wie auch immer. Ja, ist es auch tatsächlich. Grote Theo, 1000 Meter. Ich weiß jetzt auch nicht, also ich habe mich jetzt wirklich an die, hier an die Geschwindigkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie die Geschwindigkeiten für die Reisebusse sind in den Niederlanden. Dafür kenne ich die Verkehrsregeln nicht, auch in der Schweiz tatsächlich nicht. Da weiß ich, dass beim Auto teilweise 100 bis 120 sind. So, wir haben noch gute 40 Kilometer. Und dann sind wir mit einer guten halben Stunde zu früh wahrscheinlich in Groningen. Aber das ist nicht schlimm. Ja, vielleicht kriegen wir sogar doch alles in eine Folge heute. So, 25, also es geht ja relativ schnell, das ist da der Vorteil. Also ich vermute, dass wir sogar tatsächlich komplett alles an einen Rutsch kriegen, dass wir heute tatsächlich komplett die Schweiz abschließen. Dass wir heute die Niederlande abschließen. Aurich. Und damit sind wir in Groningen. Und der nächste Mal die Städte werden hochinteressant. Also Rotterdam soll, habe ich schon gesehen im Video, tatsächlich. Doch, das ist richtig. Ui. Rotterdam soll sehr, sehr interessant sein. In Amsterdam war ich schon. Ja. Und jetzt fängt er mal an zu regnen, ernsthaft. Und damit... Ich hab's keinen Bock, ich hab jetzt die Schlinge. Sind wir jetzt sogar schon... da. So, hier müssen wir gleich raus. Das heißt, wir müssen hier rein. Irgendwo jetzt. Ich muss mich nur gerade ein bisschen orientieren. Bevor das Blitzer. Wir haben schon gesehen. Ja, Roller, Fahrradfahrer, das ist sehr, sehr viel. Es sieht schon sehr holländisch aus. Also ich war ja mehrmals schon über der Grenze. Ich habe ja damals, bevor ich hier hochgezogen bin, habe ich ja nicht unweit der holländischen Grenze gewohnt. Das waren so eine Viertelstunde, 20 Kilometer aus Venlo. Und damit sagen wir einmal Hallo Holland oder Niederlande. Und schalt Groningen frei.
Geht sofort weiter. Ach, Gott, lass es einfach laufen. Geht eh sofort weiter. Du möchtest nach Amsterdam, bist die Judith Hecker und das mit. Leonard Martin, jo, passt. Wo bist du? Ja, ja, Charlie Ertel, passt so. Und da sind jetzt zwei mindestens. Entweder du. Ja, Rem. Nein. Nach Pilsen, nach Tschechien. Auch falsch. So, wir machen weiter. Und es geht heute die zweite Etappe. Und jetzt kann ich mich richtig, kann wir uns freuen. Jetzt können wir uns richtig freuen. Ich musste nur gerade ein paar Sachen zusammenräumen. Also ich bin nebenbei hier gerade komplett am Einrichten, umrichten. Deswegen mache ich zwischendurch mal eine kleine Pause, dass ich dann, boah, Alter, warte. Gut. Also wie gesagt, wenn ich nebenbei ein bisschen mal verschwinde oder zwischendurch mal eine kleine Pause mache, dann seht es mir bitte nach. Wie gesagt, ich bin nebenbei am Einrichten, ich bin mein Gaming-Zimmer komplett am Einrichten. Ich habe sehr viel Geld jetzt in den letzten Tagen in die Hand genommen und habe mich komplett mal eingerichtet. Neues Lenkrad gekauft fürs Formel 1 fahren, neues neuen Gaming-Stuhl gekauft, mein PC soweit fertig gemacht, da fehlt jetzt auch ein Antivirus-Programm drauf, ansonsten ist der soweit durch. Ich habe neue Tastatur, neue Maus, neuer Bildschirm, neues Mikrofon hab ich geholt, Boxen habe ich geholt. Und das war gerade. Hallo? Soll ich natürlich nicht ziehen. So. So, wir machen uns auf den Weg, die zweite Etappe jetzt nach Amsterdam. Ja, genau, was ich habe mein PC mal fertig gemacht, ich habe eine neue Webcam gekauft. Also es könnte demnächst neue Projekte für das Switch kommen, vielleicht irgendwann mal, zumindest nicht jetzt in der näheren Zukunft, weil ich habe eben mehr oder weniger genug und ich muss eben ein bisschen gucken, dass ich Zeit dafür habe. Ja, das läuft. Fehlfunktion WC. Na, dann geht das Ding aus. Ich muss mal. Die Frage, was passiert jetzt? Müssen wir dann eine Raststätte ran oder was? Also seht es mir momentan nach. Ich hänge momentan ja mal an meiner PS5 anstatt meinem PC, weil es soll irgendwann, nicht allzu nahe Zukunft, soll jetzt irgendwann demnächst GTA Roleplay kommen, der so grammatisch hat am Server. Es läuft momentan alles nicht. Das heißt, es kann also passieren, dass da irgendwann, dass das auch dauert, aber es wird wahrscheinlich irgendwann passieren. So, wir haben jetzt die zweite Etappe, das sind nochmal 217 Kilometer jetzt bis Amsterdam. Oder auf Amsterdam freue ich mich. Wie gesagt, ich war schon da. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Wie schön das wird. Wie detailliert das ist. So, tanken brauchen wir jetzt ja nicht. Quickfit Groningen. Ist das Fitnessstudio? Sieht so aus, ne? So, da wäre das Depot. Gibt es auch Trophäen für die einzelnen Länder? Das werden wir ja sehen. Wir haben ja noch drei Haltestellen. Mit Rotterdam und danach noch und Arnhem, unser letztes Ziel.
Wie leichter gesagt, habe ich schon mal zwei. Ja, das meine ich ja, diese Lecks zwischendurch. So, Bremen, Rotterdam, Amsterdam. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich rechts ab. Ja. So, Rotterdam, Amsterdam, ja, passt. Upsa. Ich hoffe, keine Mucke machen kann. Ich glaube, das wird ein bisschen Lizenzprobleme geben, wenn ich hier Traum von Amsterdam jetzt reinballer werde. Ja, wie gesagt, zwischendurch diese Lags, die nerven halt, die bringen also ein bisschen Konzept. Vor allem, wenn du da in der Kurve bist. Jetzt schon wieder. Ich kann dafür nichts. So. So, 180 Kilometer ankommt. Wir müssen eigentlich mal eine Pause machen, fällt mir gerade so ein bisschen ein, ne? Wann war die Abfahrt in Rondingen? Wie viele waren wir noch? 23:53? Warte mal. Ich muss mal gerade gucken. 23:53 haben wir jetzt. Abfahrt in Rondingen 1:49. Wir waren aber um halb schon raus. Das heißt, wir müssten jetzt ein Uhr noch was eine Pause machen. Also irgendwann zwischen Rodingen und Amsterdam. Also ein Uhr noch was auf jeden Fall eine Pause. Frage, schafft was vor an der Amsterdam ohne Pause? Oh, wie gesagt, Amsterdam freue ich mich. Wie detailliert ist Amsterdam? So wie ich Amsterdam kenne, gibt es da verdammt enge Straßen. Gerade mit für Busse. Wir haben noch 150 Kilometer. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich auf das laufen, dass wir es relativ zeitnah schnell schaffen. Vor allem fand ich es gerade witzig an der Seite der Zaun, dass die Leitpfosten hier, diese gelben, schwarz-weißen Dinger, hinter dem Zaun standen. So, 140 Kilometer. Und man hat wieder, weit ist es jetzt nicht mehr. Wir sollen offiziell um 1 Uhr noch was die Pause machen. Wann hat er gesagt? 1 Uhr. Sehe ich, wie weit, wann ich gefahren bin, wie ich gefahren bin? Nee, ne? Nee,
Sehe ich eigentlich, ich sehe es gerade, sehe es nicht, zumindest wüsste ich jetzt nicht. Müsste ich am Anfang der Folge gucken. Das kann ich aber jetzt noch nicht schneiden. So, hier wäre Pause in La Aero. Das ist schon der Kollege, macht eine Pause. Also soll er vor Amsterdam die Pause machen. Vor Amsterdam, schaffe ich das bis Amsterdam sogar noch? Das wäre natürlich schön, ich weiß nicht. Warte mal, ich habe ja offizielle Pause um 1.49 Uhr. Wenn ich schaffe, bis 10 Uhr Dings in Amsterdam zu sein, also sprich in den nächsten anderthalb Stunden, oh, kann ich in Amsterdam die Pause machen? Ich versuche jetzt bis Amsterdam durchzukommen. So, wir haben fast 100 Kilometer. Und jetzt wird das wieder zu regnen, ernsthaft. Hier Brücke hier. Boah, das ist ja ganz schön jetzt gerade, ne? So, 100 Kilometer bis Amsterdam. Dann... So. Ach, der geht immer, wenn er speichert. Die speichert immer zwischendurch. Wie gesagt, ich muss bis 1 Uhr noch was in Amsterdam sein. Ich muss bis 1 Uhr, bis 10 vor 2 muss ich in Amsterdam sein. Dann kann ich da die Pause machen. Das sieht jetzt immer noch gut aus. Wir haben ja in Bremen getankt. Wir haben noch guten halben Tank. Eigentlich wollte ich mal wissen, ob das geht. Ich wollte eigentlich vorhin mal sagen, ob die Dings hochgeht, die Brücke hochgeht.
für die Schiffe. Aber hier haben wir tatsächlich genau diesen Fall. Wir haben Rot und da gerade so ein Schiff durch. Dieses war jetzt diese Yacht, die kleine. Die ist gerade da durch. Da kommt noch eine. Da geht ja drei kurz in die Gegner, also die Autos immer ins Wasser schützen. Das geht hier glaube ich nicht. Also geht wahrscheinlich schon, aber... Dann habe ich Angst, dass ich nicht mehr weiterkomme, weil die Brücke nicht mehr runtergeht, weil das Auto im Wasser liegt. Ach, das ist so eine Schwenkbrücke. Ah, cool. Jetzt kommst du zurück. Jetzt seht das? Linke Seite rum. Jetzt gibt es die Gegenverkehr frei. Die unsere geht jetzt auch. Also die können nicht gleichzeitig. Das sieht geil aus. Das ist geil. Das sieht geil aus. Okay, nice. Gefiel mir sehr. Wo sind wir denn? Wir sind noch nicht in... Wir werden auf dem Weg von der Route wieder morgens früh fahren. Also die nächste Route werden wir dann morgens früh fahren, damit wir ein bisschen was im Helm ziehen. Wir haben also ein bisschen Zeit verloren. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde. Wir haben noch eine gute Stunde bis zur Pause. Und bis dahin möchte ich gerne in Amsterdam sein. Das ist mein großes Ziel. Das ist immer total toll, wenn man in der Linie muss in der Power in der Dings überholt, in der Baustelle. Da ist ein Platz dazu, ne? Vor allem, wir haben nachts um 10 nach 10 vor 12. Fertig vor 1. Und die Baute, ja, und es gibt Baustellengeräusche. Oder ist das in den Niederlanden anders geregelt, dass die Baustelle auch in der Nacht arbeiten dürfen? So, 50 Kilometer noch, liebe Leute, bis Amsterdam. Und dann geht's von Amsterdam nach Rotterdam und dann nach Arnhem und dann haben wir die Niederlande schon mal zumindest heute abgeschlossen. So wie ich das gerne hatte. Wie gesagt, vermutlich müssen wir dann eine Folge kriegen alles. Frankreich wird auf jeden Fall sehr viel, Schweiz geht noch, Österreich geht noch, Tschechien auch. Haben wir Polen mit drin? Nee, ne? Nee, Polen haben wir nicht mit drin. Prag, Ostrava. Ja gut, Österreich geht noch, ne? Das ist ja, wenn du Innsbruck, okay, hier unten. Innsbruck fährst, Salzburg, Graz, Wien, St. Pölten, Linz. Und dann kannst du quasi komplett alles mitnehmen. Du kannst ja eine komplette Tour machen. Linz, Wien, dann gibt's hier Brno, Ostrava. Gut, du musst die ganze Scheiße wieder zurückfahren. Dann irgendwas, das frisst du mich auch. Prag, Pilsen. Gut, hier hast du noch Budweis, wo das Bier herkommt. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Also Schweiz ist auch nicht so viel. Das sind auch nur Luzern, Bern, Zürich und Basel. Also auch nur 4 Haltestellen. Aber Frankreich wird wieder eine sehr große, wird viel Fahrerei werden, vor allen Dingen. Aber jetzt möchte ich heute erstmal die Niederlande abschließen und dann gucken wir mal, wie wir was dann treiben. Wahrscheinlich geht es dann einmal komplett rüber nach Deutschland später. Wieder in Richtung Potsdam, Berlin und dann wahrscheinlich irgendwo Richtung Tschechien. Hm.
36 Kilometer, liebe Leute, nur noch. Dann sind wir in Amsterdam. Wir haben bis zur Pause noch eine gute Dreiviertelstunde. Das sollte eigentlich durchaus machbar sein. Dann mache ich in Amsterdam meine Rastpause. Nehme ich die Leute raus, nehme ich die Leute rein, mache meine Rastpause, zähle durch und fahre dann direkt nach. Und fahre dann die letzte Etappe. Mir geht es auch deutlich besser mittlerweile, also ich bin nicht mehr so krass erkältet wie jetzt die letzten Tage. Ja, wie gesagt, das kriegen wir hin. Wir können schaffen das. Eigentlich sollte ich die Pause machen zwischen Roding und Amsterdam. Da wir wieder eine Dreiviertelstunde zu früh sind hier. Der hat das Kennzeichen Fulda. Mal gucken, was er gleich hat. Also wir sind 2 Stunden zu früh in Amsterdam. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. So, herzlich willkommen in Amsterdam. Ah, es regnet natürlich, das ist scheiße. Geht, denn momentan erkenne ich nicht viel wieder. Ne, das ist falsch. Doch, ist richtig, ja, da. Könnt ihr machen, ja, das ist grün. Klar, ich finde es cool, dass hier zum Beispiel sehr viele Roller stehen. Weil gerade die Niederlande ist sehr viel mit Roller unterwegs und sie haben keine Helmpflicht. Ja? Man sieht, dass in den Niederlanden sehr viele Rollerfahrer ohne Helm. Leute, im kleinen Moment ist das natürlich wie Ampel wieder grün ist. Vor allem hier steht kein Auto weit und breit. Drei Kilometer noch bis zum Ziel. Ah, hier kommt schon wieder detailliert. Oder? Ja, doch, ist richtig. Warte mal, ich muss gerade nicht. Da bin ich böse, wenn ich mich gerade ein bisschen orientiere. Ja, genau. Hier ist der Fluss mit den Booten. Ich erinnere mich. Ja. Und da sind wir. Amsterdam freigeschaltet. Gar keine?
Ach, da hängen schon ein paar Leute. So, die ist soweit voll. Moinsen! Mach Arnim! Da der Link! Ja, noch der Link! Lots! Stopp! Dankeschön! Mahlzeit! Nein! Ja, oder. Aber 3:10 nach Rotterdam. Da haben's wir dann. Du bist Miro Stahl. Jupp! Vielen Dank! Passt! Mahlzeit! Ist das Arnim! Musammer, ja, du bist das, okay. Dankeschön. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Na, ja, warte, du bist dann wahrscheinlich der Viktor Lippert. Danke. So, und damit haben wir sie alle an Bord. So, gut. Ich mache jetzt mal kurz meine kleine Pause. Und dann geht's auf die letzten Meter. Dann geht's nach Rotterdam und dann geht's nach Arnhem und dann haben wir es geschafft. So, na gut. Ich bin wieder im Bus. Ich wollte eigentlich mal eine Pause machen, aber jetzt geht's schon mal doch weiter. Eigentlich wollte ich mal eine Reisepause machen. Na gut, machen wir Reisepause. Fahren wir durch. Die letzten Kilometer. Fahren wir jetzt auf dem Weg nach Rotterdam, das sind 125 Kilometer. Ich sollte aber mal eine Pause machen zwischendurch, ne? Ich sollte mal 1:49 mal eine Pause machen. Und Rastplätze in der Nähe? Weil ich muss Pause machen, das ist es halt einfach, ne? Gibt es da einen Rastplatz in der Nähe, wo ich jetzt gerade bin? Amsterdam, wir sind in Amsterdam. Der nächste Rastplatz wäre hier vorne. Schaffe ich das? Bis hier? Das schaffe ich doch niemals. Ja, ich muss Pause machen, das heißt, ich werde jetzt immer gleich rechts ranfahren müssen. Ja, halt theoretisch, ich werde jetzt gleich hier rechts ranfahren irgendwo. Ich werde eine Pause jetzt machen gleich. Ich wollte eigentlich die Pause am Hof machen. So, liebe Fahrgäste, ich muss euch mal ganz kurz was unterbrechen. Hier die tolle Ansage. Ich muss, gesetzlich vorgeschrieben, eine kleine Pause machen. Wir werden uns gleich eine Viertelstunde irgendwo hinstellen. Und zwar hierhin. Und werden uns mal eine Viertelstunde kurz ein Pause machen. So. Mein Schirin ist gerade. Ich muss ja die Pause. Die werde ich jetzt gesetzlich machen. Die ist vorgeschrieben. Und deswegen. So, jetzt geht es mal weiter. Jetzt müssen wir Vargas noch durchziehen. Du bist da. And now we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. So, damit haben wir alle Fahrgäste an Bord. So, ich muss noch ganz kurz eben mal mein TV-Gerät verhindern, dass es ausgeht. So, und jetzt können wir unsere Reise nach Amsterdam, beziehungsweise nach Rotterdam fortsetzen. Das ist unser nächstes Fahrziel. Thank you.
Wie zum Thema hier ist der Schluss. Wir kommen mal kurz ein oder anderen. Ich musste halt, wie gesagt, leider eine gesetzliche Pause machen. Wie gesagt, eigentlich mal Pause beim auf dem Hof an der Haltestelle, was ich immer. Gut, ist so, jetzt haben wir sie durch. Na dann. Vergiss es, LKW! Vergiss es, LKW! Du Sack! Halt die Klappe! Schön, dass ihr den LKW kurz noch versenkt. Ja gut, bis Rotterdam sind 314 Kilometer noch. Ich habe in Amsterdam tatsächlich ein bisschen wiedererkannt. Man kennt natürlich den Fluss, der da durchfließt und die Schiffe. Diese Glasdachboote. Ja, wie gesagt, ich war... dass ihr wisst, dass jemand auf dem Fluss... Okay. Kann ich das reparieren so in dem Ball? Warte mal, WLAN mach ich. Ah, sieht lang aus. Kann ich das eigentlich reparieren so nebenbei? So, auf jetzt nach Rotterdam. Mit dem großen, großen Hafen. Ich glaube, das ist der größte sogar in Europa. Für mich ein... Das ist so schön da. Jetzt gerade gucken, Rotterdam hier rechts. Okay, müssen wir also rechts runter. Richtung Gent und Rotterdam. Gent liegt in Belgien, da fahren wir dann auch noch hin. Aufpassen, nicht, dass wir jetzt zu weit so aus der Kurve rausfliegen. Ja, sieht aus, als würden wir es tatsächlich sogar in einer Aufnahme schaffen, um nach Dings zu kommen. Einmal könnte ich in die Niederlande zu kommen. Ich meine, so groß sind sie nicht. Das sind halt nur diese paar Haltestellen. Von der Schweiz nicht anders werden. Im Unterschied, dass in der Schweiz die Haltestellen ein bisschen mehr, also die Städte ein bisschen näher aneinander liegen. Wobei man von Zürich nach Bern grobe Richtung ca. 1,5 Stunden fährt. So 1,5-2 Stunden sind. Aber liegt auch daran, dass wie gesagt in der Schweiz 120 begrenzt ist. So, 70 Kilometer nur noch bis Rotterdam.
60 Kilometer noch. Ja, sieht aus, als würden wir tatsächlich eine Aufnahme zwischenpassen. Warum sind die eigentlich immer wieder die Leitplanken so abgesenkt? Weil, damit da jemand drüber rennen kann oder so? Hat irgendwas passiert? Ich weiß es gerade nicht. Also könnte ich es mir zumindest erklären. Mhm. 45 Kilometer nur noch bis Rotterdam. Sehr schön. Auch da soll es schön sein. Wie gesagt, ich habe so ein Video bei Paluten schon gesehen. Der ist auch schon über Rotterdam gefahren. Und bisher war ich noch nicht, bin ich noch nicht selber gefahren. Klar, wie auch. Ich habe das Spiel schon eine Weile, ich brauchte aber erstmal ein paar Tage, weil ein altes Projekt abgelaufen ist. Vielleicht noch mal nerven? Ja! Entschuldigung! Ich muss die Ansage machen. So, jetzt muss ich gerade gucken. Rotterdam Nord A nehmen. Geradeaus. Da war ein Kreisverkehr vor uns. Vor allen Dingen ist sie angeblich 100. Ich will denjenigen sehen, der es schafft, mit 100 durch diesen Kreisverkehr zu fliegen. Jetzt wird es aktualisiert auf 50, ja. Was war das denn? Entschuldigung! Ich nehme mal ein bisschen das Gas weg hier. Wir sind eigentlich gleich da. Ne? 12 Kilometer sind es noch. Also müssen wir wahrscheinlich gleich wieder zurück, wenn wir dann die Fahrgäste hier abgeliefert haben. Und dann gibt es die letzte Etappe nach Arnhem. Weil sieht man, wie weit ist das eigentlich? Rotterdam, Arnhem, das geht noch nur von der Strecke her. Wobei das, glaube ich, auch relativ kurz war. Ich glaube, Groningen, Amsterdam ist länger. Und dann haben wir es fast, ne? Dann haben wir es fast. Und dann geht's weiter von Arnhem aus. Ja, ich überlege gerade, ob ich nicht schon Belgien mitnehmen soll. Dann Arnhem, Antwerpen, Gent, Brüssel, Charleroi. Und dann gucken. Und dann müssen wir gucken, was wir machen. Wir dann schon nach Köln fahren. Wahrscheinlich. Oder aber Luxemburg. Ja, warte mal, wir nehmen eine lange Strecke, wir gehen nach Luxemburg. Wir fahren nach Luxemburg. Weil dann haben wir es nämlich einmal auch hier unten weg. Weil Luxemburg kommst du sonst nicht hin. Und fahren wir von Luxemburg aus und später die untere Ecke mit. Und fahren wir dann in die Schweiz. Saarbrücken, Straßburg, Freiburg und dann nach Basel. Ja, machen wir so. Genau. Wir nehmen in der nächsten Folge wahrscheinlich Belgien raus und fahren dann nach Luxemburg und dann wahrscheinlich so 2-3 Folgen. Dann fahren wir in die Schweiz. Das würde ich ja so ansagen. Gerade Frankreich möchte ich erstmal noch ein bisschen außen vor lassen, weil das dauert. Warte mal, ich muss gar nicht. Muss ich hier raus? Ja, scheinbar.
Aber wo ist denn der gekommen? Dann sollte? Wie ist das? Wo ist das so? Ja, ich weiß, ich bin im Rot gefahren. Was ist das mit den Schildern hier los? Ist das Mode? Ist das wirklich so ein Runter dann? Ne, ernste Frage jetzt. Ist das so, dass das jetzt einfach eingebaut wurde? Oder ist das ein Bug? So, damit herzlich willkommen in Rotterdam. So, ich will mich mal ganz kurz der Toilette widmen. Wo ist das Klo? Kann ich hier rein? Ich dachte, ich könnte jetzt die Toilette mal machen. Na, scheinbar nicht. Warte. Ich habe wahrscheinlich die Gepäckluke nicht frei. So. Na dann, gucken wir mal kurz in die Fahrgäste noch schnell. Hallo, bitte sehr. Du willst noch annehmen? Und du bist der Matthias, der Matze. Ja. Dankeschön. Mit deinem Bruder zusammen? Hallo, hier, mein Ticket. Connor Dreier. Also doch. Danke sehr. Hallo. So, fahren Sie in meine Richtung? Du willst nach Arnhem, ne? Jason Johansson. Jo, ist er. Auf geht's. Fahr ich. Grüezi, hier, mein Ticket. Kevin Kellermann ist da. Danke. Hallo, mein Ticket. Du bist Romina Steinbach. Da unten. Dankeschön. Grüezi, bin ich hier richtig? Warte, Estelle Sperling. Ja. Danke. So, du bist... Hier ist mein Ticket. Ich würde haben kurz die Vorlinge in den Niederlanden. Amadeus Brandt. Danke. So, dann haben wir, glaube ich, alle, ne? Ja. Ihr zwei braucht gar nicht mitzukommen, weil ihr wollt eh nicht und steht auch nicht auf der Liste. So, letzte Etappe nach Arnhem steht jetzt dran. Bis dann. Also das ist bis dann, aber die nächste ich werde wahrscheinlich jederzeit nach einer als eine Folge packen. Tschüss, bis gleich. Oh, letzte Fahrt, letzter Weg. Jetzt geht's zurück nach. Jetzt geht's nach Arnhem. Das sind die letzten Meter. 172 Kilometer nochmal nach Arnhem. Und dann haben wir es. So, auch eine Ecke hier. Vor allem der steht auch sehr, sehr günstig hier.
Warum auch immer ich gerade die Haltestelle noch nicht freigeschaltet habe. Eigentlich habe ich sie freigeschaltet. So, jetzt muss ich überlegen. Ach, wir müssen rechts, okay. Keine Sorge, ich habe schon die Schilder gesehen, ich ignoriere sie. Ja, ich finde jetzt gerade nur sinnfrei, wenn wir nicht im Hauptverkehr sind, die Ampel rot zu schalten. Und ich fahre hier anders, als wenn ich... Aber ich glaube, das ist ernst gemeint, so, ne? Oder ist das einfach echt wirklich ein Bug? Naja, gut. Also, wie gesagt, die 170 Kilometer, die wir jetzt noch ungefähr aufnehmen haben, die schaffen wir jetzt noch in einem Rutsch. Und dann sind wir durch mit den Niederlanden. Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Bitte was? Dann gibt's halt keine Toilette. So, wir machen uns jetzt auf die Autobahn. Wir sollen offiziell um 7.43 Uhr da sein. Wir haben jetzt 3.30 Uhr. Also wir haben 4 Stunden Zeit bis zur letzten Haltestelle. So, jetzt können wir ein bisschen dran ziehen, wa? Unser Ziel ist es, wie gesagt, alle Halte schon fast schon. Ja, ich weiß, wir haben Potsdam noch nicht drin, wir haben Flensburg noch nicht drin. Das müssen wir alles noch machen. Das kriegen wir auch noch irgendwann hin. Ahnen, also geradeaus. Es ist gerade jetzt nicht halt so viel los hier. Das mag aber ein bisschen an der Uhrzeit auch liegen. Wird das der anderen Richtung wahrscheinlich kommen müssen, nach Rotterdam. Also wäre die sich geiler gewesen, auf den Hafen. Weil dann wären wir, glaube ich, über den Hafen gefahren. So, naja, wie gesagt, etwas über 100 Kilometer haben wir noch. Dann nochmal diese lange Reise von 700 Kilometern.
auf 4 Etappen verteilt. Abgearbeitet, wie gesagt, ich wollte eigentlich noch eine dazu nehmen, aber das wäre dann nochmal auf 300 Kilometer mehr gewesen, wäre über 1000 gewesen. Ja, ich wollte eigentlich Wilhelmshaven, Gelsenkirchen fahren und dann die Niederlande-Route mitnehmen. Jetzt können wir hier schön dran ziehen, jetzt können wir hier schön ein bisschen entspannt durchreisen. So, 97, keine 100 Kilometer mehr. Wir sind auch da. Entschuldigung, ich wollte mich gerade nur kurz umgucken. Das ist der nächste Flughafen, kann das sein? Flughafen Rotterdam? Frage, wie weit sieht der Tank noch aus? Halb. Na, das schaffen wir noch. Das schaffen wir. Blöde Frage, was passiert, wenn wir den Tank leer fahren? Ich meine, wir bleiben stehen, aber was passiert dann? Ist das die Karriere zu Ende? So, vor 50 Kilometer, 57 Kilometer noch. Also, wir sind da dran am Ziel, jetzt gleich im unserem finalen Ziel. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen. Ah, Essen, Gelsenkirchen. Naja, wie gesagt, eigentlich hätten wir da jetzt weiter rausgemusst. Wo will der jetzt sich hier rausleiten? Okay. Da wollten wir hin eigentlich. Ich wollte mal nach Gelsenkirchen. Aber da fahren wir danach hin. Würde ich sagen. Mal gucken. Hier kommen wir, ich guck mal, wie ich fahre, fahren wir nachher. Wir wollten ja Belgien, wollten ja so langsam wieder runter in die Schweiz, ne? Das machen wir danach, würde ich sagen. Wir fahren danach straight in Richtung Belgien und in die Schweiz. Da sollte man noch nicht abbiegen. 8 Kilometer noch. So, demnächst verlassen wir die Niederlande. Und dann haben wir es auch geschafft. Ich weiß nicht, ja, mal gucken, ob wir eine Trophäe bekommen, wenn wir die Niederlande abschließen.
Der stärkert sich gerade, jetzt fahren wir raus, okay. Eine Ecke hier. So, die letzten 14 Kilometer von über 701 Miles stehen jetzt an. Und damit herzlich willkommen in Anaheim. Und die nächste Route werden wir wahrscheinlich wieder bei Tag fahren, wenn es geht. Den habe ich doch gesehen, den Blitzer. Na, Hilfe. Ich glaube, wo kam das? Der Boden, die Bodenfelder sind gerade nicht vom Links klar. Die auch nicht scheinbar. So, da sind wir dann noch, ne? Ja, liebe Leute, danke für die Fahrt mit euch mit Flixbus. Schön, dass ihr dabei wart. Hier endet unsere Reise, unsere Fahrt. Und das wäre, ich glaube, links war der Airport. Ich bin zu früh. Also wir kriegen tatsächlich keine Trophäe. Wenn wir die Niederlande abschließen. Die haben wir nämlich jetzt offiziell abgeschlossen. So. Gut. Das war's für heute mit dem Fernbus-Simulator. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's sehr wahrscheinlich weiter Richtung Belgien. Wir haben es jetzt geschafft, von Belgien nach Arnhem durchzukommen. Pausequalität 0%. Ich habe eine Pause gemacht. ...99,2% auf der Straße gefahren. Ich habe es quasi fast 100% geschafft. Gut. Gut. In der nächsten Episode geht's dann weiter. Eine neue Route, die wir anlegen. So, wir sind jetzt in Arnhem. So, von Arnhem werden wir jetzt fahren. Ganz klar erstmal nach Antwerpen. Das sind auch schon wieder 200 Kilometer. Gent. Brüssel. Das geht auch noch ein Stück her. Charleroi. Und dann darüber nach Luxemburg, oder? Ja, das klingt doch gut. 700 Kilometer sind das ungefähr. Das ist jetzt ungefähr das, was wir auch jetzt gerade gefahren sind. Und dann sind wir schon dann fast in der Schweiz. Dann fahren wir dann nämlich über Saarbrücken.
nach Straßburg, Freiburg, und dann fangen wir die Schweiz an. Das heißt, in der übernächsten Folge wird es wahrscheinlich dann auf die Schweiz hinauslaufen. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Und dann geht's weiter. Bis dann. Tschüssi.